Wir sind gerade hier beim Üben, elektrische Schaltung aufzubauen. Der allererste Schritt bei einer elektrischen Schaltung macht jeder elektrisch orientierte Mensch. Der malt sich einen Stromlaufplan. Wir machen das vereinfacht für unsere Spannungsquelle so, dass wir sagen, entweder so oder wir machen hier ein Wechselspannungssymbol ran. Das ist in dem Fall egal, wenn wir nur mal schnell eine Lampe betätigen wollen. Und jetzt hatte ich gesagt, nehmt doch mal drei Lampen in Reihe. Schaltet die mal in Reihe. In Reihe kann man sich so vorstellen, der Strom muss wie in einer Reihe, in einer Schlange, alle drei Lampen hintereinander weg passieren. Man malt also, ich habe gesagt, ohne Schalter, wir können dann noch gerne einen Schalter einbauen. Man malt also erstmal schnell die Reihenschaltung als solche auf. Jetzt ist es egal, ich hätte auch hier zum Beispiel oder hier oder sonst wo die Lampen einbauen können. Das wäre nicht das Problem. Zum Unterschied zur Parallelschaltung kann man sich Folgendes merken. Eine Lampe hat ja folgendes Symbol. Nicht bloß ein Kuller, sondern die Anschlüsse. Und wenn ich jetzt diese Anschlüsse, die Lampen so hinmale, wie sie eigentlich auch mindestens zu malen sind, wenn sie nirgendwo angeschlossen sind, dann sehe ich hier diese parallelen Linien hier. Und dann weiß ich, aha, Parallelschaltung. Das ist schon mal ein erstes Indiz. So, aber jetzt in Reihe heißt es, dass der Strom wirklich hintereinander weg durch alle drei Lampen hindurch muss. Und man fährt, bevor man die Schaltung aufbaut, fährt man noch mal kurz mit dem Finger praktisch ab und sagt, gut, der Strom beginnt hier, die Elektronen beginnen hier durch die Lampe, weiter durch die, und wieder zurück zur Spannung. Das ist der allererste Schritt. Wenn man jetzt bauen möchte, dann sagt man, okay, dann ordnet man am besten schon mal die Lampen so hintereinander an, dann kann man wirklich wenig falsch machen. Von der Lampe zur nächsten Lampe, von der Lampe zur nächsten Lampe, von der Lampe zurück. Da muss man kein langes Kabel nehmen, wissen wir, aber bei Stromlaufplänen macht man es halt schön rechtwinklig und exakt. So, das bis dahin. Wir haben jetzt folgenden Effekt gehabt. Das liegt einerseits an den verschiedenen Typen der Lampen, andererseits an der Produktionssteuerung. Wenn ich mir eine Autokarawane vorstelle und ich habe einstweilen eine normale Autobahn, dann fahren die alle hier ganz normal durch, das passt. An der ersten dünnen Stelle fangen sie sich an zu reiben. Natürlich die Autos nicht, die. Oder nehmen wir Menschen, die hier alle in die Richtung gehen durch den Tunnel, in dem Tunnel wird vielleicht auch gebaut, dann fangen die sich an, hier an der Stelle schon mal zu drängeln. Das heißt, da entsteht Reibung. So kann man sich das mit den Elektronen vorstellen. Das heißt, diese Wendel hier, die wird wahrscheinlich anfangen zu leuchten. Und noch mehr Hitze heißt dann, dass wir die Hitze sehen, also leuchten. Wenn jetzt hier eine Lampe mit ganz dicken Glühwendeln kommt, dann kann man das sich vorstellen, wie hier passen ja nur noch wenige durch und jetzt haben die plötzlich Platz. Die werden sich wohl kaum reiben. Das heißt, das Ding wird ausbleiben. Und jetzt kommt eine richtig enge Stelle. Jetzt haben die paar, die also hier praktisch durchgepasst haben, haben die richtig Probleme. Hier an der Stelle wird sich wieder gerieben, das heißt, die wird am hellsten leuchten. Daher auch diese, man sagt auch Produktionsstreuung, also so genau kann man solche Lampen gar nicht immer herstellen, dass die nicht alle einen kleinen Unterschied hätten. Das sieht man vielleicht auch an der Weihnachtsbaumbeleuchtung. Früher wurde sehr viel mit, sagen wir mal, Billigmaschinen und mit der Hand gemacht und so weiter. Heute durch die automatisierte Produktion kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass alle gleich sind. So, das bloß ganz kurz dazu. Ganz typischer Effekt. Und wir wissen auch, wenn ich hier eine von den drei Lampen kaputt mache, beziehungsweise rausschraube oder da ist ein Wackelkontakt oder ich nehme hier eins von den Kabeln weg, kann der Strom nicht weiterfließen. Das nochmal zur Reihenschaltung, nochmal zum Nachdenken. Baut jetzt mal hier an der Stelle einfach nochmal einen Schalter ein, weil das ist ja ein bisschen blöd, einfach nur einen Stecker reinzustecken, das macht man ja weniger, also mal ganz kurz machen. Nochmal ein Regiehinweis. Wenn ich zum Beispiel mir so eine Schaltung baue hier, links, das Blaue ist falsch, ich sag's gleich. Und ich gehe nicht vorher mit dem Finger auf den Leitungen lang. Dann merke ich nicht, dass ich hier Mist gebaut habe, nämlich einen massiven Kurzschluss. Was passiert? Nehmen wir an, der Strom fließt hier los, nimmt sich den nächsten Weg, den er schon mal nehmen kann. Er nimmt sich auch andere Wege, aber nimmt sich den nächsten Weg, den er nehmen kann, geht durch den Schalter und wieder zurück zur Spannungsquelle. Hier leuchtet nie was. Im Gegenteil, hier fließt ein wahnsinnig hoher Strom, so viel wie die Spannungsquelle hergeben kann. Und das ist der klassische Kurzschluss. Also so darf es nicht sein. Ihr müsst unbedingt jetzt hier dieses, das war die Idee, eine Parallelschaltung von Lampen mit einem Hauptschalter und einem Extraschalter für eine Lampe. Also Beispiel,
Ich gehe hier weiter. Erster Weg. Zweiter Ruheweg. Wenn der geschlossen ist, dritter Weg. Wenn ich das nicht tue und vorher überprüfe durch Abfahren, wird meine Schaltung funktionieren. Bastle ich mir wie einen blauen Pfeil einen Kurzschluss. Und das darf nicht passieren. So, jetzt weiter experimentieren. Nochmal ganz kurz zur Parallelschaltung. Parallelschaltung, ich mache das mal so. Ich lasse jetzt mal die Elektronen von hier unten losfließen. Jetzt haben die hier die Möglichkeit, weiterzulaufen und so weiter. Und quälen sich dann durch die engen Stellen der Lampe. Jetzt tun wir mal so, als wenn wir eine Bahnhofshalle hätten, mit vielen, vielen, vielen Leuten hier drin. Und die haben mehrere Ausgänge. Die gehen also hier durch, relativ ungehindert, hier auch, wenn die Türen schön weit aufstehen, hier auch. Und die anderen, die sagen sich, na, lass die doch da alle durchlaufen, hier hinten haben wir auch ein bisschen Platz. Allerdings passen nicht sehr viel durch. Und jetzt ist Folgendes passiert, und da mache ich nochmal Pause und mal mal die Schaltung auf. Die ist spannend, da ist was passiert. Und da fragen sich die Damen, Mensch, verdammt, hier haut was nicht ganz hin. Mal sehen. Nochmal zum Thema regelbarer Widerstand, das ist das Schaltzeichen. Das kann man sich wie folgt vorstellen. Das ist ein Schleifkontakt. Ich habe mal Folgendes erstmal dargestellt. Wenn ich hier eine Lampe und eine Spannungsquelle habe und ich habe hier ganz viel schlecht leitenden Draht, dann wird die Lampe nicht leuchten. Wenn ich jetzt aber hier weggehe und sage, ich nehme mal hier, jetzt mache ich es mal unelektrisch, ein flatterndes Kabel. Das kann man übrigens mal so machen. Und hier kommt so eine Art Spitze und ich tippe hier rauf. Dann habe ich hier nicht mehr so viel schlecht leitenden Draht dazwischen. Da kann es sein, dass die Lampe anfängt zu glimmen. Wenn ich das gar hier mache, na, komm, und ich gehe bis hier hin, dann habe ich noch weniger schlecht leitenden Draht. Der hier hinten ist mir egal. Und dementsprechend wird die Lampe heller. Und diesen Widerstand, den kann man sich jetzt mal in ganz großen Schaltzeichen so darstellen. Hier sind die Anschlüsse und hier, das ist diese Spitze, das ist der Schleifer. So funktioniert das. Das heißt, der wirklich spannende Bereich ist von hier bis hier. Das ist der spannende Bereich jetzt hier. Oder wenn ich es andersrum anschließe, wenn ich den Anschluss anschließe, dann ist er eben von hier bis hier. Das ist das Spannende dabei. So, also mit Relais kann man das lösen. Und nochmal zur Erinnerung, Relais wird so gemalt wie eine Art Widerstand und dieser schräge Strich deutet an, hier ist was draufgewickelt. Wenn ich mehrere Relais habe, in diesem Fall habe ich eins, schreibe ich ran R1 und der dazugehörige Schalter in klein R1. Das Schicke ist, ich kann mein Relais selber, also meine Spule, irgendwohin postieren, aber dadurch, dass ich einen Index gewählt habe, kann mein Schalter ganz woanders liegen. In meinem Riesenschaltplan, den ich vielleicht manchmal machen muss. Also das ist eine Sache dessen, was ich hier für einen Index ranschreibe. Dementsprechend kann ich den Schalter sonst wohin malen. Und ein normaler Elektriker, der guckt auch und sagt, ah, hier ist der zugehörige Schalter. Wenn hier Strom durchfließt, passiert hier was. So, zur Aufgabe hier. Das ist der Trick hier. Das ist der Effekt, der rauskommen soll. Zur Aufgabe selber noch einen Tipp. Also mit einem Relais macht zwei Stromkreise. Also einen, wo die Spule des Relais betätigt wird, hier groß R, zwei Stromkreise malen. Zwei Stromkreise. Das ist es. Und das nehmen wir mal als Knobelaufgabe für zu Hause und beim nächsten Mal machen wir weiter. So, also die Aufgabe, das ist der Effekt, der passieren soll. Tipp mit Relais und Tipp zwei Stromkreise malen. Dann klappt's. Ich mache das Video dicht an der Stelle.